Heftig. Ich werde das jetzt alles wegspulen, es tut mir leid. Aber ich kann das nicht mehr haben, dieses ständige Gelaber. Und Danke, Junge. dass er aus der Flasche trinkt, das dauert eh schon lang genug. Also bitte nehmt es mir nicht übel. Alles wegspulen. Man kann einfach den Satz, der gerade gesprochen wird, mit Escape abbrechen, sodass der nächste Satz folgt. Und wenn ich jetzt hier durchgängig Escape drücke, ja, dann geht das halt. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Bis jetzt sind es, glaube ich, Danke, Mann. drei gewesen. Kann ich dem eigentlich was Neues sagen? Ich hab. Und? Nein, natürlich nicht. Dachte Okay, ich. dann nicht. Dann halt nicht. Hier, für dein Wasser kannst du mir Stärke geben, wäre mal nett. Aber tut er wahrscheinlich nicht. So. Ja, anreden. Hallo. Hallo. Danke. Aber wieso kann ich das nicht vorspulen, wie die aus dieser Kackflasche trinken? Das nervt doch. Ja, danke. Ich war fast am Verdursten. La la la. Und ich soll das jetzt jeden Tag machen, hat er gesagt. Mal gucken, ob ich dafür überhaupt Erfahrungspunkte bekomme. Das wäre mal lustig. Dann würde ich das ja sogar machen. Aber nicht, wenn ich dafür keine Erfahrung bekomme. La la la. Dann prügel ich mich lieber wieder mit dem. Und er zieht seinen Bogen und tötet mich. Ich liebe ihn, Lefty. Och, Leute. Ja, trink. Trink doch, wenn ich weg bin. Viele sind es denn noch? Och, Mensch, Leute. Ach je. Danke, Mann. Ja. Ich spiele schon mit den Gedanken, das rauszuschneiden, aber nein, ihr sollt die Qualen miterleben. Und wenn's das Video, also wenn das Let's Play dann auch 200 Videos Lefty dauert, gut. Dann. Ihr müsst sie nicht gucken. Danke, Junge. Ich werd's machen. Tja, werden wir sehen. Schneller, bitte. Und der hat uns anscheinend Danke, Junge, das habe ich gebraucht. irgendwas zu sagen. Alles klar bei dir? Schön. Ja. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Der hat einen Hau weg. Okay. Dann. Ach. Okay, fertig. Ich habe keine Wasserflaschen mehr. Also gehe ich nur zu Lefty. Gibst du mir Erfahrung? Hey du! Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Nö. Eigentlich ja nicht. Obwohl, nein. Nein, 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 nein. Du bist ein kleines. Ja, ich rede nicht weiter. Aber egal, auf jeden Fall mache ich das nicht. Danke, nein. So. Ja, wir sind noch nicht Stufe 5. Was ein bisschen doof ist jetzt. Das heißt, wir müssen nachher nochmal hier hin. Weil ich hoffe, ich komme noch auf Stufe 5. Heute. Ja, wem rede ich denn jetzt? Ach ja, richtig. Ich weiß wieder, warum ich hierher wollte. Und zwar wegen Valkagan. Wir sollen sein Kraut klauen. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Und zwar sollen wir das für 400 Erz verhökern. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern.
Ja. Zeig mir deine Waffe. Wie du wünschst. Der hat ja wieder nur so einen Raucherzweig. Okay. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See. Tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Und zwar, welchem Baal sollte ich denn hier die Sachen abnehmen? Moment. Der Kräuterbaal. Nee, das ist falsch. Aufnahme neues Lager. Laris, genau. Ich soll Baal Isidur. Ach, dem soll ich sein Kraut abnehmen. Okay, dann muss ich gar nicht zu dem hier, sondern zu Baal Isidur. Und der ist ja anscheinend hier. Das Problem ist, da ist ein Türsteher und ich weiß nicht, ob ich da einfach reinkomme. Aber ich werde es jetzt gleich mal probieren. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Du bist ein Arsch. Ja, Mann. Was hältst du von etwas? Wie viel? Ja, 100. 100 Erzbrocken sollten reichen. Ein wahres Wort, du kannst reingehen. Okay. Jetzt bin ich jetzt drin für 100 Erzbrocken. Cypher-Schürfer Senja Silias. Aber wo ist... Ah, da hinten. Baal Isidro. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Zeig mir, was du hast. Hier. Das war... Die falsche Taste. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Toll. Was soll das jetzt bringen? Aber war es für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann. Ich schaff das schon noch. Was soll denn der Scheiß? Oh, Leute. Ja, Cypher, ich will mit dir reden. Toll! Ende! Senjan, komm, damit ich eben mit dir reden. Komm schon. Hör auf zu rauchen, du Bob. Danke. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Boah, alles Arschlöcher, ohne Scheiß. Wie läuft's denn so? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Ja, das ist mir egal. So, dann versuche ich das jetzt mal so. War doch klar, dass das war. So. Ich versuche jetzt mal, den noch besoffener zu machen.
Kann ich nicht. Ah, das war ja voller Erfolg. Toll. Toll, 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 toll. Okay, voller Erfolg. Auf ganzer Linie. Dann eben nicht. Dann würde ich sagen... Ja, was würde ich denn jetzt sagen? Gehe ich mal... Komm, ich gehe die letzten paar Dinger da leveln. Suche ich mir jetzt ein paar Scavenger. Und dann laufe ich da. Ja, dann hoffe ich, dass sie mich als Bandit aufnehmen. Und irgendeine bessere Aufgabe für mich haben. So, jetzt laufe ich dem Lefty mal lieber nicht über den Weg. Da sieht man schön, dass wir eingesperrt sind in dem Kraftfeld. Wenn man im